Kann ich auch nichts nachpflanzen. Oh, einen Teppich haben wir bekommen. Ist der Tee gleich fertig? Das war heiß. Habe ich nicht Tee reingeworfen? Der Tee geht schneller. Tasse Tee. Die Oma macht Kaffee, aber keinen Tee. Kennst du das Rätsel, Juli? Die Oma macht Kaffee, aber keinen Tee. Ein gutes Rätsel, ein lustiges Rätsel. Nee, kennst du die Oma nicht? Die Oma mag Kaffee, aber kein Tee. Die Aufgabe ist, dass du auch einen Satz bilden musst. Ein Beispielsatz ist, die Oma mag Kaffee, aber kein Tee, und du musst jetzt auch einen Satz bilden. Villa Maginor entdeckt. Versuch's mal. Ist eigentlich. Wenn man mal drauf gekommen hat, ist es ziemlich einfach. Also du musst jetzt irgendeinen Satz sagen, was die Oma, du musst mir eine Sache sagen, die Oma, was die Oma mag, und eine Sache, was die Oma nicht mag. Das ist da. Ich sag dir, ob das stimmt. Ob die Oma das mag und ob das denn nicht mag. Ob der Satz richtig ist. Das haben wir in der. Als mein FSJ in der Jugend. In der Jugend gemacht habe, da haben wir da das. Jugendseelsorge. Da wurde das oft gespielt. Weiß. Solange es man noch nicht gesund ist, solange das die Leute noch nicht kennen, kann man das spielen. Sobald dann der Dreh raus ist, kann man das nicht mehr spielen. Es gab ja immer neue Teilnehmer, deswegen. Kommt das machen. Die Oma macht Nudeln, aber keinen Reis. Also, Nudeln magst du und Reis magst du auch. Das ist dann, also, das kann sie beides. Ich brauche was, was er nicht mag. Das ist beides, was kann sie beides. Können sie beides gut leiden. Lass mal schauen, vielleicht kann ich einen beispielsweise Satz bilden. Die Oma mag. Was mag die? Es geht ja nicht nur bei Essen. Die Oma mag Hunde, aber Katzen magst du nicht. Das wäre ein Satz. Wie lange schon waren wir nicht mehr zusammen hier, Stella? Jerry scheint sich gut um das Anwesen gekümmert zu haben. Er war einfach der beste Gärtner, den wir je hatten. Seit Vaters Tod ist Mama kaum zu Hause. Mist, ich bin viel gerührter, als ich es jemals für möglich gehalten hätte. Ich habe dieses Haus so sehr geliebt und vermutlich genauso sehr gehasst. Also ich glaube nicht, dass ich hineingehen kann. Nicht einmal mit dir. Es ist nur. Nein, ich kann es nicht. Na komm. Geh ohne mich. Ich warte hier auf dich. Das ist der Schlüssel. Oh, und Stella. Falls du meine alte Spieluhr findest solltest, kannst du sie bitte mitbringen. Vielen Dank. Vergiss nicht, das Haus war schon immer ein wahres Labyrinth. Wenn du dich verläufst, folge einfach dem Licht. Viel Glück da drin. Ich warte hier draußen. Ach, komm doch mit. Immer mag Sommer, aber keinen Winter. Das wäre richtig. Das da. Sommer mag sie, Winter mag sie nicht. Das wäre ein korrekter Satz.
Man kann es doch weitere Sätze bilden, hast du das? Hast du den Trick dahinter verstanden? Okay, dann sind es sicherlich Wörter mit T oder T, Katze, Winter, genau. Das ist eigentlich relativ idiotisch. Aber es ist da kommen. Manche brauchen da ewig für. Judy ist halt clever. Ist immer T, also wie schon in dem Satz, das ist. Kannst du dich. Kann ich eh echt noch nicht. Das hat immer das, wie man schon, wie der Titel des Spiels schon heißt. Mal Kaffee, aber kein Tee. Das ist eigentlich idiotisch, aber wahnsinnig lustig. Manche haben da wirklich. Da haben schon Leute tagelang gebraucht für. Das ist da. Oha, Treppe runter und so. Hier ist eine Treppe. Eine Leiter. Dem nicht folgen. Aha. Eine Spielhose soll man mitbringen. Aha, wie bist denn du? Willkommen in meinem bescheidenen Palast, kleine Reisende. Alle meine Besitztümer sind erlesenster Qualität. Alles ist gegen Diebstahl gesichert. Komm also nicht auf dumme Gedanken. Nehmen das mal mit. Webstuhlverbesserung. Cool. Da drüben ist die Spielbahn. Versuchen wir mal dahin hinzukommen. Folge dem Licht, was für ein Licht. Also hier entlang. Dann geht's jetzt wieder raus. Also, die Spieluhr wollen wir noch finden. Die haben wir noch nicht gefunden. Überhaupt nicht. Hier so dem Licht folgen. Jetzt sind wir wieder hier, aber. Wir wollen ja darüber noch. Da waren wir noch gar nicht. Und dahin. Da war noch was. Spiel, hast du doch gerade bekommen. Da waren trotzdem noch Sachen drin. Hast du die Spieluhr gefunden? Könntest du sie mir geben? Haben wir die Spieluhr bekommen? Ach hier, die Spieluhr. Danke. Bitte gut drauf aufpassen. Oh, du hast noch etwas anderes gefunden. Wow, ich hatte ganz vergessen, dass wir das überhaupt haben. Ein altes Handbuch für dir, eine goldene Royale. Weißt du noch, die gab es mal als Hauptpreis bei einer Dorftombola. Von der Maschine hatte ich seit der zweiten Klasse geträumt. Aber Vater ließ mich nie eine Tombola mitmachen. Das Handbuch wird nützlich sein. Du könntest zur Verbesserung des Webstuhls verwenden. Ja, lass uns zum Schiff zurückkehren. Vergessen wir, dass dieser Ort jemals existiert hat. Vorhin wolltest du dringend hin und jetzt willst du nicht mal betreten, das Haus. Tja. Sachen gibt's. Aha. Hier geht's rein. Ein altes Gemälde. Interessant. Bist du bereit? Hey Stella. Stella, ich. Ach, nicht so wichtig. Nostalgie ist nicht meine Stärke. Ich
bin schon ein bisschen froh, dass die wieder noch in gutem Zustand ist. Oder ist sie das gar nicht? Mhm. Gut, reden wir über etwas anderes. Ist doch sicher der Aufwerten-Reiter auf deinem Reißbrett aufgefallen. Ach nein. Nun kannst du Seelenhäuser und Stationen mit Dekorationen versehen. Es ist an der Zeit, den Webstuhl zu verbessern. Mach dich daran, sobald du die nötigen Ressourcen gesammelt hast. Nun kannst du Stoff und Fäden herstellen. Nur zu. Ja, die Kombüse soll auch verbessert werden, aber das ist auch so eine Sache. Habe ich nach wie vor nicht. Nein, mich nicht. Hätte ich auch nicht. Hätte ich auch nicht. Ah, das kann ich aufbessern. Summers Zufluchtort ein bisschen verschönern. Nein. Atul braucht keine Unterkunft, da steht immer noch im Gästezimmer. Na dann. So, wo geht's als nächstes hin? Und da wären wir. Da gibt's was Neues. Kalksteinbergwerke. Das mehrere Ausrufezeichen. Furugawa, da würde ich mal hin. Fu oder für, keine Ahnung. Steuern wir das als nächstes hin. Ein letztes Mal. Hör zu. Müsst ihr von Doug erzählen. Er hat mich in der Nacht angerufen, in der Vater gestorben ist. Er war noch im Flugzeug und er konnte sonst mit niemandem reden. Er war höflich und hat ganz deutlich gesprochen. Wir haben vielleicht eine Stunde lang geplaudert und er hat nur zweimal geweint. Damals hatte ich mir nichts dabei gedacht. Aber er war in einer Bar. Ziemlich merkwürdig für einen Buchhalter. Er sagte, Vaters letzte Worte seien gewesen, dass er mich lieb habe. Danach haben wir nie wieder miteinander geredet. Oh, traurige Geschichte. Zeit, neue Samen zu kaufen. Da würden wir irgendwo mal beim Namen halten. Wie wird sich darum gekümmert? Eisberg. Die Titanic ist gestrandet. Aufgelaufen, nicht gestrandet. Was haben wir denn hier? Oh, wow. Da kommt unser Schiff niemals durch. Vielleicht hat Albert was Hilfreiches auf Lager. Dynamit oder sowas in der Art. Der Eisbrecher. Titanic. Tja. Nur drum herumfahren. Achso, wir sind ja an der Grenze. Ja, um hier hinzukommen, müssen wir dann. Dann fahren wir keinen Umweg. So, vorne war lang. Stella, was gibt's? Als ich die Beförderung bei Global angenommen habe, dachte ich, dass es klappen könnte. Und ich hätte es auch fast geschafft. Und meine Krankheit hätte ich wirklich etwas bewirken können. Als ich aufs Land gezogen bin, musste ich mein Klavier und meine Nähmaschine überführen lassen. Und dann bin ich einfach dort geblieben, um mögliche Probleme aus dem Weg zu gehen. Überall bin ich den McMillans über den Weg gelaufen. Chat wollte immer, dass ich mit ihm und seinen Freunden ausgehe. Aber ich konnte ihn nie ganz trauen. Das sind alles Deppen. Nun, ich verwende den Begriff nicht leichtfertig. Die redet aber gerade viel.
Womöglich vom Fenster. Und am Armut. Schaf hat wieder. Und wohl angesetzt. Zer Blick. Noch sind wir unterwegs. Hey, hast du die Kombüse? Ja, ich hab die Kombüse nicht vergessen. Ich brauche nur Materialien. Nerv nicht. Ein bisschen Reis. Dann mal ein bisschen Samen. Apfelsamen können wir noch nicht anpflanzen. Ich glaube, da kriegen wir später dann eine Baumplantage. Es gibt noch so zwei, drei Sachen, die wir nicht anbauen können. Ach, die wollte ich doch. Egal, das hast du. Die wollte ich doch das mysteriöse Essen geben. Sie schläft schon. Da hat sie ihre Steinecke. Schläft auch schon. Ich glaube, schlafen alle schon. Schlafenszeit. Nein, du bist noch wach. Geht jetzt auch schlafen. Yep. Dann mal eine gute Nacht. Morgen geht's weiter. So, wir sollten mal einen Abstecher zu dem. Zu der Werft machen. So, da mal einen Gatter kaufen, zum Beispiel. Neue Samen. Getreidesamen. Lauch können wir anpflanzen. Ein Tegelflex. Und tut mir leid, liebes, etwas Anregendes ist nicht für mich. Okay, Tee machst du nicht. Okay, Kaffee machst du auch nicht. Der pennt noch. Ist morgens auch ein Sonnenfinster, muss es aufstehen. Wer ist mit der Tee für dich? Ja. Verdammt, ich hab den schon wieder nicht. Ich hab hier ein gepixeltes Gericht. Das muss man dem mal geben. Wenn einem, dann ihm. Komm mal nicht ab hier. So, alle wieder versucht. Da sind wir schon da. Eine Insel entdeckt. Gava entdeckt. Da sind einige Häuser. Das wird spannend. Dann würde ich mal sagen, gehen wir gleich mal nach Fugawa.
Wir wollten auf die Insel. Wir kommen zurück. Let's go. Juli ist einfach da geblieben. Ist gar nicht weggegangen. Hat geduldig abgewartet. Schön die Trailer in der Werbepause geguckt. Jede Sekunde gezählt. Oh. Hm. Nein, danke. Ich brauche deine Zeit, dein Zeitschriften-Abo nicht. Oder was auch immer du mir andrehen möchtest. Kein Abonnement der Pride-Kampf-Zeitschrift. Mit Aufklärung über eine Pride-Flagge. Jeden Monat im Juni eine Pride-Kampf-Flagge. Wo ist mein Bruder? Er sollte hier sein. Ich weiß nicht, wo dein Bruder steckt. In Rensfeld benötigt ständige Pflege. Das ist Vollzeitarbeit. Ich würde lieber Mangos essen und den Sonnenuntergang genießen. Ach, hier sind die Arbeiter, die auf der anderen Seite. Auf der anderen Insel sein sollten. Ach, bei dem Newsletter-Thema. Ist mir jetzt wieder. Ach du Gott, das ist mir wieder das hier. Hast du das gesehen, Juli? Dieses Video von. Lass uns nicht zu lange drüber reden, aber das dieses. Habe ich das nicht bei dir gesehen auf Twitter, dieses Video von den. Hier wird auch 24/7 auf dem Feld gearbeitet. Ja. Dieses Video von den Ärzten, von die dann auf der Band, die dann im Auftritt. Die sind. Ah. Einen echt sehr verkehrten Gag gemacht haben. Naja. Ein Kollege hat mich bei einem Newsletter angemeldet für jetzt kriege ich irgendwie so eine Klärbär-Mail. Ich hielt die Ärzte immer für eine vernünftige Band. Für sehr, sehr gute Leute. Aha. Oh, du kommst gerade zur richtigen Zeit. Ich benötige dringend Hilfe. Ein freundliches, vertrautes Gesicht sagte mir, dass du eine hilfreiche Person bist. Also möchte ich die Sammlung aus 5 traditionellen Holzdrucken vervollständigen. Sie stammt aus der Ushiro-Epoche und sind daher unheimlich wertvoll. Viele davon habe ich bereits gefunden, doch den 5. konnte ich noch nicht aufspüren. Bin aber sicher, dass du sie in diesem Dorf hier befinden. Außerdem weiß ich aus zuverlässiger Quelle, dass Theodor, der örtliche Händler, ihn bis zu kurzem noch an seinem Besitz hatte. Er leugnet seine Existenz. Was für ein lästiger kleiner Mann. Waschbär. Marderhund. Was auch immer er ist. Aber mit deiner Hilfe, ja, mit deinem liebwürdigen Lächeln und deiner friedfertigen Ausstrahlung. Nun, ich bin mir sicher, dass du dich einspeichern und das letzte wertvolle Stück erwärmen kannst. Es wäre das letzte Teil meines komplizierten Puzzles. Na los, gib heran. Ich kann es kaum erwarten. Noch eine neue Szene. Das war voll daneben. Ja, ich habe ja auch was zu dem Thema gesagt, über das wir hier definitiv nicht sprechen. Das andere Thema mit dem anderen, mit der anderen Band und dem anderen Sänger. Aus Gründen, weil ich mir keinen Anwalt leisten kann, sage ich dazu einfach gar nichts. Ich kann ja. Diese Band, die hier nicht weiter namentlich erwähnt wird, ist zu mächtig. Da sage ich das. Ich sage da kein Wort. Ihr wisst alle, was ich meine. Wir reden jetzt nicht mehr weiter drüber. Ich werde rufen, wenn ich bereit bin. Ich führe ein einfaches Leben. Wo ist dieser Junge? Ich habe überall nach ihm gesucht. Er verhält sich in letzter Zeit wirklich sehr merkwürdig. Vielleicht hat er schlechtes Obst oder so etwas gegessen.
Wenn du ihn siehst, sag ihm bitte, dass seine Mutter nach ihm sucht. Aber erwähne nicht, dass ich ziemlich wütend bin. Ebenfalls hallo. Hallo. Also ja, ich habe zu all diesen Themen eine sehr klare und eindeutige Meinung, aber das möchte ich hier. Ich sage dann, diese Meinung sage ich nicht öffentlich. Verkaufen können wir Sachen. Kaufen. Schweinefleisch. Samen wollen wir kaufen. Ein paar hiervon. Das haben wir eigentlich schon genügend. Okay, haben wir wieder uns pleite gekauft. Oh, hallo liebe Kundin. Lässt unsere Auswahl zu wünschen übrig? Bist du vielleicht an besonderen Objekten interessiert? Oder suchst du einen Holzdruck? Ja, ich erinnere mich. Der lag ewig in meinem Vorrat an Besonderheiten. Und plötzlich waren alle ganz wild darauf. Zuerst kam dieser pedantische Kerl sehr unhöflich. Und was noch schlimmer war, er hat um alles wie verrückt gefälscht. Dem habe ich nicht mal was von dem Holzdruck erzählt. Hab ihn stattdessen mit Müll abgespeist. Und später kam diese riesige Walrussdame und bestand darauf, dass ich ihr den Druck verkaufe. Ich habe mir überlegt, sie hochzuhandeln. Aber sie hat mir ein fettes Angebot gemacht. Eins kann ich dir sagen, die Dame war stinkreich. Leider habe ich keine weiteren Informationen. Und den Druck kann ich dir auch nicht beschaffen. Aber sieh dir ruhig meine Waren an. Tja, das war wohl nichts. Okay, das Portal können wir aktivieren oder was in den Schrein. Ah, wir können es gleiten, ist ja cool. Jetzt kann man auch die Dinger hier nutzen. Fantastisch. Neue Fähigkeit freigeschaltet. Oh, hi. Ich möchte niemals nach Hause zurück. Yay. Oh, hier oben ist was. Sorry, wenn ich jetzt vorhin die mit der Erwähnung besagter Themen da und die schlechte Stimmung gemacht habe. Das sollte gar nicht. Gut, was machen wir jetzt? Suche nach Fasern. Ich kaufe Zutaten. Vielleicht werde ich später etwas für dich kochen. Aha, eine Küche. Aha. Ah, da bist du ja wieder. Hast du den fehlenden Druck gefunden? Nicht? Er wurde schon verkauft? Wie kann das sein? Moment mal, gibt es da etwa noch einen Sammler? Eine Walrussdame, sagst du? Natürlich.
Natürlich steckt sie dahinter. Oh, diese grauenvolle Frau. Diese kleingeistige, egoistische, herablassende Scharlatanin. Sie nennt sich selbst die Sammlerin, ist das denn zu fassen? Dabei sammelt sie noch nicht mal irgendwas. Nur sie hat den Druck sicher nur gekauft, um mich zu ärgern. Ich hätte ihr niemals von meiner Sammlung erzählen sollen. Diese widerliche alte Vettel. Aber vor ein bisschen Konkurrenz werde ich nicht zurückschrecken. Die hässliche Hexe versteckt sich, und zwar vor ihr. Ich weiß nicht genau warum, aber sie von einer neuen Seelenwehrfrau gehört hat, ist sie wie eine erbärmliche Küchenschabe davon gewuselt. Wie passend. Ja, ja, du bist die Spiritfeller. Erzähl mir was, das ich nicht weiß. Sie hätte mir aber nicht verraten sollen, wo ihr Versteck liegt. Sie hat bei diesen Koordinaten verkochen. Ich könnte was im Chat posten. Minus 150. 150. Damit ich dann 10 Minuten auch noch weiß. Stattet ihr doch mal einen Besuch ab, in Ordnung? Und wenn du sie triffst, zeig ihr diese Figur. Sie wird schon wissen, was das zu bedeuten hat. Glaub mir, das wird sie. Das... Oh, mach dir keine Sorge, das ist nur Tante von Theodor. Keramikfigur. Dann machen wir es mal auf den Weg. Meine neue Seele zu... retten. Den doch retten wir die oder fühlen wir die ins Verderben? Irgendwas dazwischen wahrscheinlich.